Wie gelang... Moment, wir machen einfach so rüber, dann kann ich sehen, wie ich dich angucke, so weißt du. Nee, dann guckst du ja wieder dahin. Ja, brauche ich, das macht ja nichts. Der nimmt so auf, das macht ja nichts. Ich guck zu dir hin. Ich weiß nur, wie ich dich angucken muss. So. Ich kann es ja auch mit sehen dann. Du wirst ja nicht aufgenommen, sondern ich werde ja aufgenommen. So, so ist gut. Gehst du weiter nach hinten? So ist gut, ja. Jetzt guck von hier, kannst du es ja sehen. Also, kannst du auch so sehen. Das ist nur, dass du sehen kannst, wie du, was du machst. Ne? Aber dann hast du angemacht jetzt? So. Das muss rot sein. Ja. Herr Wagner, wie ist Ihnen die Flucht gelungen und was ist danach passiert in der Deutschen Botschaft? Ja, ich bin die 400 Kilometer zu Fuß gegangen, das heißt über Stacheldraht und Elektrokameras und so weiter. Und im Parallel, da hielt der Bus, mit dem ich von San Carlos nach Santiago fahren wollte. Und der Bus hielt im Parallel auf dem Parkplatz, wo die Schergen, das heißt der Mauk und der Gerd Mücke und der Siegfried Hoffmann, haben mich schon gesucht und ich wartete mit dem Bus auf dem Parkplatz und sie kamen auf mich zu. Schauten mir in die Augen, aber haben mich nicht erkannt und sind zurückgegangen. Ich bin mit dem Bus weiter bis Linares, von Linares zu Fuß bis Talca. Von Talca ein Laster hat mich mitgenommen bis Cauquenes, von Cauquenes ein PKW bis Santiago Vorstadt. Die kannten Kurt Schnellenkamp und deswegen haben sie mich mitgenommen. Und dann über Nacht habe ich bei der Polizei in Santiago geschlafen. Eine Nonne gab mir noch was zu essen, als ich sie gefragt habe, weil ich nichts hatte und ich mich nicht auskannte in Santiago. Am Morgen stand ich dann da und suchte dann die Botschaft in Santiago. Daraufhin fand ich dann sie nicht und fragte dann bei einem Deutschen Landschaftsverband, der dann zufällig war. Ich dachte, da war Deutsch und habe angeklopft und der sagte, ja, ich müsste Dickwader und Dickwader gehen und dann komme ich hin. Dann kam ich zu der Botschaft und der Pförtner, der sagte mir gleich, Herr Wagner, kommen Sie hier beiseite, die sind schon unterwegs, Sie zu suchen, die holen dich hier raus, du musst sichergestellt werden. Und somit hat er mich nicht nach vorne gelassen, sondern gleich in einen extra Raum, wo ich sicher war. Den Namen weiß ich wohl nicht, aber dann kam nach einer Zeit die Botschaft mit Hermann Schmidt und Tante Ursel Schmidt, das waren meine Adoptiveltern, und die wurden gefragt, was los ist, und ich sollte antworten. Dort gab man mir dann vorher die Spritze, sodass ich nicht mehr selbst entscheiden konnte, sprachlos sozusagen war und kein Wort rauskriegte, und ich wurde dann mitgenommen. Es war eine Betäubungsspritze und die Botschafter und der Botschafter haben mich ausgeliefert dem Sektenschergen Alfred Matthusen. Der hat mich bis Santiago zur Wohnung gefahren. Dort sollte ich sagen, warum, weshalb, mit Kurt Schnellenkamp mich ausgefragt. Und immer wieder, warum, warum? Und ich sage, ich möchte hier weg. Und daraufhin haben sie mir eine Decke über den Kopf getan, in einen Sanker gesteckt und hinten auf einer Trage. Und Tante Ursel Schmidt, meine Adoptivmutter, lag, saß dann neben mir hinten drin. Daraufhin fuhren wir, ohne anzuhalten, bis Parral ins Freihaus, wo der Schäfer natürlich sein Wohnzimmer hatte. Und da wurde ich gleich angeschrien, verschlagen, mit Stöcken auf mich drauf. Und dann kam Schäfer zufällig rein und fragte, was ist hier für ein Krach? Obwohl er genau wusste und bestimmt hat, was die Menschen machen sollten. Wurde dann sofort in ein Zimmer im Krankenhaus mit Elektroschocks und Spritzen und Medikamente behandelt. Und das Zimmer war 1,50 mal 3 Meter ungefähr, oder 2,50. Und da wurde dann sofort Fliegendraht vor die Fenster getan, sodass ich keinen Brief oder irgendwas rausschmuggeln könnte. Dann habe ich nach 3 Jahren gemerkt, als ich das Zimmer selber renovieren wollte, dass in meiner Nachttischlampe ein Mikrofon war,
wo meine ganzen Gespräche mit den sogenannten engen Freunden alle aufgenommen und mitgeschnitten wurden. Das hat der Schäfer alles mitbekommen in seiner, wie soll man sagen, Beobachtungskammer im Zippelhaus und wusste genau, was ich denke, was ich tue und was ich geredet habe. Und nachdem ich dann die Elektroschocks gekriegt habe und gefragt wurde, nachdem sollte ich dann auf den Bau morgens gehen und... Darf ich Sie mal kurz unterbrechen? In der Botschaft hat ja sozusagen die Führungsriege schon auf Sie gewartet. Ja. Nein, nicht gewartet. Ich musste warten, aber die waren unterwegs, mich zu holen. Ich musste ungefähr 1,5 Stunden dort warten. Ist das ein Zeichen, dass die deutsche Botschaft mit der Führungsriege kooperiert hatte? Ja, genau. Denn der mich beiseite geschoben hat, wusste genau, weil vor mir schon einige geflüchtet waren und die sie wieder in die Botschaft zurückgeführt haben. Und der hat mich davor gewarnt und sichergestellt, dass sie mich nicht gleich aus dem Zimmer reißen konnten, sondern doch ein Gespräch zustande kommen sollte. Aber sie haben mir eine Spritze gleich gegeben, sodass ich nicht mehr meiner Gedanken selbst fähig war und musste folgen, was geschieht. Wer hat Ihnen die Spritze gegeben? Der Alfred Matusen. Und wer von der Botschaft hat das mit angesehen? Entweder war es der Herr Sträfling oder seine Vertretung. Genau kann ich es nicht sagen, aber es war eine Frau und ein Herr, mit dem ich zuerst gesprochen habe. Und dann haben sie die Herrn Schmidt und Ursel Schmidt, das waren die Adoptivseltern. Und dann kam der Alfred Matusen und gab mir eine Spritze und dann war es geschehen. In welchem Jahr ist das passiert? 69 November. Aber da war Herr Sträfling noch gar nicht da. Doch. Ich meine doch, Sträfling oder ein anderer war da. Ich weiß es nicht genau, denn ich kannte mich ja nicht aus. Ich wusste gar nicht, wie die Namen waren. Ich wusste nur, wer und was die Botschaft ist, wo sie überhaupt war. Das heißt, der Botschafter persönlich war anwesend und hat das mitbekommen? Ja, der war mit, wie er mir die Spritze gab. Und das fanden die natürlich nicht gerade so richtig, aber ich konnte ja als Geschädigter, wo ich immer so als Verrückter angesehen wurde, nichts machen und so wurde ich auch behandelt. Wo wurde Ihnen die Spritze gegeben? Im Dubs hier hinten rein, ja. Von wem? Vom Alfred Matusen, denn in der Vene durfte das ja nicht, er war ja kein Arzt oder so. Ja. Passierte das in der Botschaft? Ja, in der Botschaft. In dem Raum, wo ich verhört wurde, wo der Alfred Matusen, Ursel Schmidt, Hermann Schmidt, Kurt Schnellenkamp und ich und der Botschafter und eine Frau war dabei. Ob das die Botschafterin war oder er der Botschafter, das konnte ich nicht sagen, weil ich in diesen Sachen nicht Bescheid wusste. Ich wurde ja von allem ferngehalten von denen. Ich sag mal so, dass Ihnen die Führungsriege da eine Spritze verpasst hat in der deutschen Botschaft. Was sagt Ihnen persönlich dieser Vorfall? Wer hat kooperiert? Ja, das kam ja vom Schäfer, denn er wusste was, weil ich schon von Heide aus gegen sein System war. Und also daher hat, hatte er ich ja... Er hatte Angst. Das heißt, die Colonia Dignidad hat mit der deutschen Botschaft kooperiert. Ja, das wusste ich wohl. Die haben zusammengearbeitet, denn als ich dann den Pass erneuern musste, wurde ich in Begleitung ohne Geld. Ich musste den wohl bezahlen, aber das hat Kurt Schnellenkamp gemacht, weil ich kein Geld haben sollte oder nicht zurechnungsfähig war mit, ich weiß nicht, 23 oder wie viel ich war. Aber sie hatten mich ja für verrückt erklärt, sodass meine Mutter auch nie eine Post gekriegt hat, genauso wie man das nennt, Postgeheimnis verletzt und Nachsendeantrag gemacht. Können Sie das nochmal genauer erklären, wann und warum Sie einen neuen Pass bekommen haben? Ja, denn und was die Botschaft damit zu tun hatte? Ja, es war immer seit 4-5 Jahren musste man den Pass erneuern, den Reisepass. Und dann fuhren einige hin im Bus und da war ich auch einmal dabei
Und ich durfte aber nicht an die Pförtner da unterschreiben, sondern ich sollte nur meinen Pass da hinlegen und die Formalitäten und das Unterschreiben hat Kurt Schnellenkamp oder manchmal auch die Gitta Kram oder wer gerade mit war von den Büroleuten, die für uns zuständig waren. Wir hatten ja nie sowas in der Hand gehabt. Das heißt, wir konnten das wohl, aber uns wurde es nicht gestattet. Also Kurt Schnellenkamp hat ihr mit ihrem Namen unterschrieben? Ja, mit meinem. Ne? Ja. Aber das ist doch auch nicht recht. Ja, ich konnte ja nichts machen. Ich war eben als geisteskrank und durchgedreht bekannt bei allen Leuten, bei den Regierungen. Und so hat der Schäfer mich da zitiert. Und also meine Mutter hat selber gesagt, ich bin tot. Sie hat keinen Sohn mehr, weil sie nie Antwort kriegt und das gehört hatte. Und als ich 5 dann für immer nach, das heißt 3, 4, nach Deutschland kam, hat meine Mutter mir gesagt, sie hat immer wieder gesagt, keine Post bekommen und musste sagen, sie hat keinen Sohn mehr. Ich habe einen gesunden Sohn geboren und ein Kranker kommt zurück, den haben sie mir kaputt gemacht. Und das Geld, was ich ihm gespendet habe, jeden Monat, hat er nie, habe ich nie eine Antwort gekriegt, wurde alles eingesteckt und der Rechtsanwalt hat mir nach 6 Jahren, wo ich jeden Monat 300 D-Mark meinem Sohn gespendet habe, damit er eine gute Versicherung im Ausland hat, nie was bekommen. Und nachträglich, ihre Mutter hat es bestätigt.